Ja, die Schwermetallbelastung von Böden ist natürlich heute ein Riesenproblem, zum Beispiel für die Trinkwasserversorgung. Aus archäologischer Sicht ist das aber auch ein Glücksfall. Wir haben hier eine Ausgrabung oberhalb des Rammelsberg-Museums in Goslar. Wir sehen hier den Förderturm, den viele Besucherinnen und Besucher des Bergwerkes von unten kennen, sehen wir jetzt mal von oben. Und hier oben haben wir einen großen Glücksfall. Hier ist nämlich ein Stück mittelalterlicher Bergbau, der ursprünglich tief im Untergrund war, durch den Schotterabbau sozusagen an die Oberfläche geraten. Das heißt, wir können jetzt in diese unterirdischen Stollen, die vorher in den Berg reingetrieben worden sind, von oben reingucken. Und dann sehen wir hier diese mächtigen Balken, sozusagen diesen Stollen und oben auch die Abdeckung dieses Stollens aus einer Perspektive, die eigentlich gar nicht zugänglich ist, weil ja oben zig Meter Felsen drüber waren. Das Spannende bei dieser Grabung ist nun, dass durch die Kupfersalze, durch die Bleianteile und so weiter, dieser Boden so stark kontaminiert ist, dass sämtliche Bakterien, alles, was sonst normalerweise organisches Material wie Holz, Textilien und so weiter vollständig zersetzt, dass dieses Material, dass die getötet wurden und deswegen Holz und Textilien sehr gut erhalten sind. Wir sehen hier eine kleine Auswahl von diesen Funden, die hier geborgen worden sind. Einmal zum Beispiel Holzabfälle, die entstanden sind bei der Bearbeitung des Bergholzes, mit dem man den Stollen gebaut hat. Das heißt, hier draußen ist ein Werkplatz gewesen. Wir haben hier sogar Fußabdrücke von Tieren, die da Material hingebracht haben vor den Stollen. Und dort haben wir diese ganzen Reste, wo diese mit Beilen diese Hölzer für den Bergbau hergestellt worden sind. Wir haben aber auch aus diesen Bergwerken im Oberharz und überhaupt in den Harzbergwerken ganz tolle Funde. Einmal ein sogenannter Frosch. Das ist so eine kleine Öllampe. So ungefähr müssen wir uns das vorstellen. Wir haben aber sogar Textilien. Und das ist wirklich sehr bedeutend, denn wenn man sich hier so eine Hose anguckt, aus Wolle gestrickt in einem ganz dichten Verfahren, dass die also wirklich sehr warm, sehr stabil, sehr reißfest war, haben wir also hier jede Menge Textilien und sogar Tauwerk aus der Zeit von vor ungefähr 800 Jahren, und verschiedene andere Stücke.